Herzlich willkommen zur zweiten Folge Democracy for Alpha Deutschland auf Schwer. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! In der nächsten Runde haben wir immer einen Quartalsbericht, weil jede Runde ist quasi ein Quartal und es gibt bestimmte Ereignisse. Also hier oben wird angezeigt, wenn was gestiegen oder gefallen ist. Hier hat sich anscheinend nicht wirklich viel getan, aber unser Kredit... Rating wurde nach unten korrigiert. Wir sind nun A. Also das hat einen Effekt auf unser GDP. Minus 3. Das Vertrauen in unsere Geschäfte minus 15. Das ist schon hart und die Kapitalisten finden es doof. Aber das werden wir wahrscheinlich des Öfteren sehen, dass die Kapitalisten Dinge doof finden. Irgendwie finden die Kapitalisten ganz viel doof. In diesem Spiel. Wir haben in den vergangenen Spielen so viele Dinge gemacht, die kapitalistenfreundlich waren und trotzdem mochten sie uns nicht. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. Okay, also unser Kreditrating ist auf A gesunken. Jetzt haben wir eine Forderung eines unserer Parteispender. Einer unserer größten Parteispender, Jakob Petersen, besteht darauf, dass du dass wir eine spezifische Politik einführen, nämlich Carbon Capture and Storage. Wenn wir uns weigern, dann wird er seine finanzielle Unterstützung für die Wissenschaftspartei sofort zurückziehen. Ich würde hier gerne auch noch mal kurz einhaken, weil wir ja gerade auch noch mal so ein paar Sachen erklären. Und hier möchte ich gern deswegen einhaken, weil es hier um Parteispenden geht. Und in Deutschland ist es ja so, dass wir eine Teilfinanzierung haben der Parteien. Das heißt, für eine Anzahl von Stimmen bei Europawahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen bekommen Parteien eine festgesetzte Summe vom Bund. Und dazu kommen dann noch Spenden und andere Einnahmen, die die Parteien halt haben. Und in anderen Staaten, wie beispielsweise in den USA, kann man sich eher wie so ein GoFundMe für Einzelpersonen oder für Parteien sich vorstellen. Also dass Bürgerinnen und Bürger, Leute, die da wohnen, ist für mich halt wichtig, dass das nur Leute sind, die aus dem Staat kommen und nicht aus einem anderen Staat dort Geld fließt. Aber dass die dort ihr Geld geben und dann sagen, du bist derjenige, du bist der Kandidat, die Kandidatin, die ich gerne unterstützen möchte. Und das ist insofern in Deutschland ein Stück weit anders. Da ist die Idee, das System, die Parteien unabhängiger zu machen von Einzelinteressen. Ja, aber in diesem Spiel ist es halt anders simuliert. Da geht es immer auf diese Parteispender. Die Parteispender sind relativ wichtig in dem System und die stellen von ab und zu Forderungen. Und wir haben es ja bisher so gemacht, dass wir Forderungen dann umgesetzt haben, wenn das zu uns passt oder zu unseren Ideen passt und es dann einfach im Zweifelsfall auch nicht gemacht haben, wenn es nicht passt. Ja. Und hier wird eine Politik gefordert, die können wir uns mal gerade angucken, die View Policy. Carbon Capture and Storage ist also, so heißt es auf Deutsch auch, also CCS. Also das ist ein Begriff, der auch durchaus mal in der Politik diskutiert wurde. Da ist die Idee, dass man quasi CO2, das aus fossilen Energieträgern erzeugt wird, also Öl, Gas und so weiter und so fort, dass man das aus dem Kraftwerk kommt, abzieht und verpresst unterirdisch. Zum Beispiel in alte Kavernen, in denen vorher Erdgas gelagert ist. Beispielsweise. Das ist nur eine Möglichkeit, da gibt es noch mehrere Sachen, wie man das machen kann. Aber dass man quasi dann das CO2 nicht in die Umwelt entlässt, sondern dorthin presst, wo man vorher den Energieträger her hatte. Damit ist es leider nicht weg. Das heißt, wenn das undicht wird, entweicht das CO2 trotzdem. Es ist in der Erde, es kann sich in Wasser lösen und so an die Oberfläche kommen und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist es halt nur eine lebenserhaltende Maßnahme für fossile Energieträger. Und ich bin davon nicht überzeugt und einen wirklich großen Impact hat es halt auch nicht. Und dafür, was es kostet,
Also es wird gesagt, dass CO2-Emissionen und runtergehen und dass die Umweltschützer das gut finden. Ich bin aber von dieser Technologie überhaupt nicht begeistert. Also da muss ich sagen, diese Politik würde ich jetzt nicht anstreben wollen. Ist das das, was auch immer mal wieder als Brückentechnologie bezeichnet wird? Ich glaube schon. Aber es baut ja nicht wirklich eine Brücke. Sondern es sorgt nur dafür, dass alte, bestehende Kraftwerke, die fossile Energieträger verbrennen, länger da bleiben können. Okay, also geht's nicht, also das Problem wird eigentlich nicht an der Wurzel gelöst, sondern man verlagert es auf einen späteren Zeitpunkt. So ein bisschen wie überspitzt formuliert mit Brennstäben von Atomkraftwerken. Genau, also es ist im Prinzip, ich finde nicht, dass es eine Brückentechnologie ist. Es ist höchstens eine Technologie, um sich Zeit zu erkaufen. Das könnte man ein paar Jahre machen, damit wir die Latte nicht reißen, weil wir nicht früh genug aus der Kohle ausgestiegen sind. So. Das war gerade auch ein schöner Querumschlag zum Kohleausstieg, der da jetzt neu ist. Ja, genau. Wir haben hier oben auch eine Politik Kohleausstieg. Ban Coal. Also, ja. Naja, aber wir müssen jetzt erstmal einmal zurückgehen. Wir könnten das ablehnen. Dann wird dieser Spender weggehen von uns. Oder wir könnten es implementieren. Aber hier, es kostet gering 2 Milliarden. Auf der geringsten Stufe. Sehr teuer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir andere Sachen finden, um es auszugleichen. Und wir sind noch maximal weit von der Wahl entfernt, wo es wirklich darum geht, dass wir Parteispenden brauchen, um einen Wahlkampf zu haben. Ja, total. Also ich wäre auch dafür, es abzunehmen. Okay. Dann, und jetzt haben wir noch eine Warnung, dass eine Situation kurz bevorsteht. Multinational Tax Evasion, also multinationale Steuervermeidung. Weil wir uns doch gerade vorhin über die Fincen-Files kurz unterhielten. Ja. Genau, also dass wir kurz vor diesem Problem stehen. Und das wird ausgelöst von unserem hohen Technologielevel, aber auch von den Steuern. Der Körperschaftssteuer und der Unternehmenssteuer und der Umsatzsteuer. Aber wir sind noch nicht da. Und ich habe jetzt nicht vor, an den Sachen zu drehen eigentlich. Das heißt, sollen wir im Hinterkopf behalten. So, und das war unser Quartalsbericht. Ah, wir kriegen 19, es ist gestiegen, weil unsere Popularität hochgegangen ist. Stimmt. Yay. Schön. Okay. Schön. Und ich klicke einmal kurz durch die... bevor ich das mache, jetzt sehe ich gerade, ich will nicht schon wieder in die Situation gelangen, dass ich Kanalpunkte ignoriere. Belana hat Kanalpunkte dafür ausgegeben, nur so nebenbei. Kanalpunkte sind etwas, was es für umsonst gibt. Also Kanalpunkte bekommt man, wenn man auf Twitch zusieht. Und man kann dann diese Punkte ausgeben für Sachen, die wir uns ausdenken. Und eine Sache ist, Physik einzufordern. Und dann erzähle ich etwas aus der Physik. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, dass Albert Einstein, also ne, ein kurzer Physik-Fact, die meisten werden wissen, dass Albert Einstein nicht für die Relativitätstheorie einen Nobelpreis bekommen hat, sondern für den photoelektrischen Effekt, besser gesagt für den äußeren photoelektrischen Effekt. Was dazu geführt hat, dass er die Hypothese aufgestellt hat, dass Licht in Quanten existiert, also dass es einzelne Energiepakete gibt, weil beispielsweise bei einem bestimmten Metall rotes Licht, egal wie intensiv man es auf das Metall draufscheinen lässt, keinen Effekt hat, aber schon wenig UV-Licht dafür gesorgt hat, dass man einen Strom messen kann. Das heißt also, dass das Licht dafür gesorgt hat, dass Elektronen aus dem Metall herausgelöst wurden. Und das führte zu der Hypothese, dass es Lichtquanten gibt, die verschiedene Energieniveaus haben, also rotes Licht
Da bestehen die Quanten, haben die Quanten nicht genug Energie, um die Energieschwelle zu überwinden, dass man die Elektronen aus dem Metall rauslöst. UV hat eine höhere Energie, also ultraviolette Strahlung, hat eine höhere Energie und wenn da ein Quant ankommt, dann kann es halt ein Elektron rauslösen. Und da hat er so eine Schwelle festgestellt, dass der photoelektrische Effekt, dafür hat er einen Nobelpreis gekriegt. Was ich sagen wollte ist, die meisten wissen wahrscheinlich, dass er nicht für die Relativitätstheorie einen Nobelpreis gekriegt hat. Photoelektrischen Effekt habe ich kurz erklärt. Aber was ich sehr, sehr faszinierend finde, Einstein hat noch beeindruckende Arbeiten in zwei ganz anderen Bereichen gemacht der Physik. Nämlich einmal in der Brownschen Molekularbewegung. Er hat zusammen mit zwei anderen, ich werde das mal kurz, genau, Albert Einstein, Marian Smoluchowski und Paul Langevin. Ich spreche es jetzt einfach französisch aus. Paul Langevin haben gezeigt, dass die, dass diese Molekularbewegung dazu führt, dass sie direkt abhängig ist von Dingen wie Diffusionsrate, der Temperatur und dass es halt etwas damit zu tun hat, wie schnell sich Moleküle, also in Gas oder in Flüssigkeiten gegeneinander stoßen, also die Brownsche Molekularbewegung, quasi das Zittern auf molekularer Ebene. Dafür hat er zusammen mit diesen anderen beiden Wissenschaftlern eine Gesetzmäßigkeit formuliert, wie die Verschiebung eines Teilchens von seinem Ausgangsort ist über die Zeit, dass die abhängt von der Temperatur, der Diffusionskonstante, der Boltzmann-Konstante und vor allem auch von der Zeit, dass die geschubst werden. Und er hat die Grundlagen geschaffen. Es gibt nämlich die sogenannten Einstein-Gleichungen, die haben nichts mit der Relativitätstheorie zu tun, sondern die sagen etwas über die Energieniveaus in Molekülen aus. Und die Einstein-Gleichungen sind die Grundlage dafür, dass in den 60er Jahren überhaupt der Laser erfunden werden konnte. Weil man mit den Einstein-Gleichungen tatsächlich die Energieunterschiede ausrechnen kann, um festzustellen, ob ein Material sich dafür eignet, ob daraus ein Laserstrahl gebaut werden kann. Der erste Laserstrahl wurde aus einem Rubinkristall gebaut. Die chemische Formel von Rubin ist Aluminium 2, Sauerstoff 3. Also es ist ein Kristall, eine Verbindung aus Aluminium und Sauerstoff. Das ist der Edelstein Rubin. Und der hat Energieniveaus, ist ein sogenannter 4-Niveau-Laser, den man dazu bringen kann, dass er Laser, nur eine Abkürzung, Lichtemission, Lichtverstärkung durch stimulierte Emission. Dieses Material eignet sich genau dafür, dass man dadurch eine Lichtverstärkung bekommt, aufgrund der verschiedenen Energieniveaus, die in diesem Kristall herrschen. Man kann das auch mit Gasen und mit Flüssigkeiten machen, da ist es dann ein bisschen komplizierter. Aber die Grundlage dafür hat auch Albert Einstein mit seinen Einstein-Gleichungen 1905, 1906, ich weiß nicht genau wann es war, also Anfang des 20. Jahrhunderts gelegt, dass die ersten Laser in den 60er Jahren tatsächlich Realität werden konnten. Also der Typ ist nicht nur bekannt für seine Relativitätstheorie und für die ganzen Sachen, die mit der Quantenmechanik zu tun haben, wo er ja auch den ein oder anderen bekannten Satz gesagt hat, wie Gott würfelt nicht, sondern er war noch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen der Physik unterwegs und das wissen die meisten nicht und deswegen dachte ich, ich erzähle das mal gerade. Genau, und jetzt wollte ich einmal durch die Probleme durchklicken, nicht wahr? Dass wir mal sehen, was nach der ersten Runde passiert ist. Wir haben schon auf die Popularität draufgeklickt. So, jetzt erstmal die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Da hat sich nichts dran getan, so wie ich das sehe. Dann Fettleibigkeit. Bekommt einen leichten Knick. Ich hätte mir mehr gewünscht. Aber wir haben ja auch nur die Gesundes Essen-Kampagne hochgesetzt. Dann die Asthma-Epidemie. Da haben wir nichts in der Richtung unternommen. Die ist gleich hoch geblieben. Internetkriminalität, da würde ich sagen, ein ganz leichter Knick, aber kaum zu sehen. Die Bürgerwehren sind ein Stück runtergegangen, wahrscheinlich wegen unserer Polizeigeschichte. Dann Alkoholkonsum. Nix.
Ja, Community Policing muss erst anfangen. Das ist erst bei minus 0, also minus 1%. Das wird am Ende in 4 Runden wird das minus 23 sein. Dann werden wir hier hoffentlich einen Effekt sehen. Aber da hätte ich mir wenigstens einen kleinen Knick gewünscht. Organisierte Kriminalität, oh, ist deutlich runtergegangen. Na klar, wir haben die Geheimdienste erhöht. Wir haben den Geheimdiensten mehr Geld gegeben. Da gibt es einen deutlichen Knick. Und das antisoziale Verhalten beziehungsweise Randalieren, nee, wie hatte ich das eben genannt? Rücksichtsloses Verhalten. Umschreibt es auch nicht erschöpfend, aber ist auch gleich geblieben. Und unser Defizit ist nach oben gegangen. Unsere Ausgaben sind gestiegen. Könnte man das mit Erregung öffentlichen Ärgernisses vergleichen? Ja, steht ja auch mit drin. Public Nuisance ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Okay. Ja, so, Geld. Unsere Schulden steigen massiv an, weil wir so ein krasses Defizit fahren. Und deswegen sind unsere Ausgaben hochgegangen, weil unser Credit Rating wurde erhöht. Das heißt, unsere Zinsen steigen. Die Weltwirtschaft wächst, aber das BIP ist leicht gefallen. Ja. Tja. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in dieser Runde machen werden oder in der nächsten, werden wir wahrscheinlich uns unsere eigene Wirtschaftsstrategie mal angucken müssen, in welche Richtung wir gehen wollen. Ja. Denn die Weltwirtschaft wird ja dann auch wieder nach unten gehen. Und da wäre es schon schön, wenn wir so ein paar Sachen wieder oder schon eingeschoben hätten. Ja, auf jeden Fall, das stimmt, genau. Also früh übt sich, das ist so eine Erkenntnis, die wir irgendwie auch haben. Ne? Einige Sachen brauchen halt eine Weile, bis sie ihren Effekt zeigen. Und vor allem kosten einige Dinge einfach relativ viel politisches Kapital. Deswegen müssen wir immer gut überlegen, was ergibt jetzt am meisten Sinn? Wo können wir so im Sinne von Wirkungsketten am meisten erreichen? Ja. Ich würde, glaube ich, in dieser Runde gerne noch bei den Problemen bleiben, die wir haben, dass wir dort so ein paar Sachen schon anschieben können und dann in die Wirtschaft wechseln. Dabei, weil dann gehe ich davon aus, relativ konzentriert auch drin arbeiten müssen. Okay. Insofern wäre mein Vorschlag, diese Cycling-Campaign umzusetzen. Und Cycling-Campaign? Diese Radfahrgeschichte. Achso, hier oben haben wir haben. Ah ja, okay. Die ist schon relativ hoch. Da können wir noch was draufkloppen. Das finde ich super. Okay. Dann haben wir hier Förderung für neue Fahrräder. Finde ich auf jeden Fall besser als Förderung für neue Autos. Ja, so an die Grenze von einem zu zwei politischen Kapital. Ja, so finde ich das gut. Das können wir auch immer noch, wenn wir irgendwann mal mehr Geld haben sollten, können wir da auch wieder rangehen. Ja. Aber wir haben momentan ja nicht so viel. Nee. Da wäre jetzt zu gucken, finde ich, ob wir nochmal ein bisschen an unserer eigenen Einnahmeseite steuern können. Also ob wir vielleicht doch nochmal auf Unternehmenssteuern gucken können oder irgendwas in die Richtung, damit wir dann in der nächsten Runde schon anfangen können, so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger auszugeben. Vielleicht doch schon jetzt. Was wir machen könnten, was Steuern angeht, wäre ja vielleicht auch die Tabaksteuer anzufassen, weil die ist relativ niedrig. Das finde ich gut. Weil das habe ich jetzt gerade gesehen, dass da, ich meine, wir haben die Asthma-Epidemie. Eben. Und wir könnten die Steuer anfassen. Da können wir eigentlich auch die Alkoholsteuer anfassen. Ja, haben wir eine Alkoholsteuer, ist die Frage. Ich dachte.
Also ich klicke mal die Steuern durch, die wir haben. Ne? Also wir haben eine Tabaksteuer. Wir haben eine... Ah! Ja, ist der Soli? Ja. Der Solidaritätsbeitrag. Das ist ja cool, dass das extra da ist. Wir haben die Körperschaftssteuer? Nee. Das müsste die Grundsteuer. Grundsteuer, sein. Ja. Wir haben die Grundsteuer, wir haben die Umsatzsteuer. Wir haben die Benzinsteuer. Wir haben Steuererleichterungen für Verheiratete. Mhm. Wir haben Unterstützung für Leute, die ihren Strom selber produzieren. Auch schön, wie das von vornherein schon auch hoch angesetzt ist in den Voreinstellungen. Ja. Dann haben wir die Lohnsteuer. Dann haben wir hier die Einkommensteuer. Dann haben Belana fragt. Ja? Belana fragt gerade im Chat, ob die Umsatzsteuer bei 19% lag. Also wenn er sich Deutschland klassisch als Vorbild genommen hat, müsste sie bei 19 liegen, wobei sie ja jetzt bei 17 ist. Ja, 23, okay. Ah. So, dann haben wir hier Flugbenzinsteuer im Prinzip. Ja, das Flug ist sowieso nicht gut für die Umwelt. Ja. Oh, war das heute? Ich glaube heute oder gestern habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, dass die reichsten 1% der Weltbevölkerung die Umwelt mehr schädigen als die 50% der unteren Einkommensgruppen. Ja. Insofern. Ja, wir könnten die Flugbenzinsteuer anfassen, finde ich auch. Also Flugbenzinsteuer, Benzinsteuer auch, weil wir sowieso dieses Umweltproblem haben und wir damit außerdem Geld verdienen können. Ja, ich würde noch mal kurz, das hier ist die Kapitalertragssteuer. Mhm. Ja. Ich will ja einmal alle durchgehen. Wir haben eine Initiative für Hybridautos, die uns gar nicht so viel kostet. Interessant. Dann haben wir hier die Unternehmenssteuer. Und dann die Steuererleichterung für Spenden. Relativ niedrig. Und, Autosteuer? Oder, naja, Kfz-Steuer. Genau. Und Erbschaftssteuer. Das heißt, wir haben gar keine Alkoholsteuer. Verrückt. Deswegen würde ich, Goldi Gold ist auch da. Herzlich willkommen. Schön, dich mal wiederzusehen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, also Tabaksteuer könnten wir hochsetzen, was würde direkt eins unserer Probleme angehen. Und wir könnten halt gucken, ob wir eine Alkoholsteuer einführen. Weil ich meine, ja, wenn wir hier ins Maximum gehen, das ist jetzt, naja, das sind schon 1, und ein bisschen. Und wir könnten mal gucken, ob wir bei den Steuern nicht Alkoholsteuer finden. Aber wahrscheinlich ist es in Deutschland 30 zur Einführung. Wow, aber guck mal, was uns das für potenzielle Einnahmenquellen erschließt. 4 Milliarden. Ja, wenn wir das ganz hochziehen, das würde ich... Ja, aber selbst wenn wir davon nur 1 oder 2 bekommen, auf der Hälfte oder einem Viertel. Ja, das stimmt. Könnte das schon gut sein. Ja. Das heißt, wir könnten jetzt mal gucken, wir haben noch 19... Wir kriegen 19. Wir brauchen 30. Das heißt, wenn wir 11 überbehalten, haben wir 30 für eine Alkoholsteuer.
Und wir könnten dann 8 ausgeben, um die Tabaksteuer hier zu erhöhen. Das finde ich total gut. Super. Dann machen wir das doch mal. Also, Einnahmequellen und gleichzeitig Probleme angegangen. So muss das. 11 haben wir übrig. Also, nächste Runde. So, wir haben jetzt ein Dilemma. Immer eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Oh, immer, sage ich. Und schon bekommen wir ein Dilemma mit 3 Entscheidungsmöglichkeiten. Aber meist ist es sehr schwarz-weiß. Also, gewalttätige Videospiele. Bedenken wurden darüber geäußert in der Presse, dass es eine große Auswirkung von gewalttätigen Videospielen hat. Dass es eine große Auswirkung von gewalttätigen Videospielen auf unsere Jugend hat. Einige dieser Spiele wurden umschrieben als Mördersimulationen und es wurden Verbindungen vorgeschlagen oder angedeutet zwischen diesen Spielen und Gewaltstraftaten. Es gibt einen Vorschlag, dass man bestimmte Spiele verbietet und den Verkauf anderer Spiele auf über 18 Jahre hochsetzt. Das ist wieder so eine Sache. Ja, also es gibt keinen Nachweis für dafür, dass das der Aus... Also das ist so Verwechslung von Ursache und Wirkung. Jemand, der gewalttätig ist, neigt eventuell dazu, auch gewalttätige Spiele zu spielen. Aber es ist nicht, dass jemand gewalttätig wird, weil er gewalttätige Spiele spielt. Ich mag damit vielleicht, also ich kenne mich, was die Studienlage da angeht, nicht aus, aber es ist halt immer so, ah, es gab eine Gewalttat, dann machen wir Politik gegen gewalttätige Spiele und dann sind alle wieder ruhig und zufrieden. Das ist halt so. Ja, im Chat wird auch gesagt, sofort zensieren, damit die Leute noch depressiver werden. Ja, ich weiß auch nicht. Sarkasmus nicht hilft vielleicht. Hä? Also ihr habt recht, Sarkasmus hilft uns jetzt nicht. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Genau. Ja, und wenn man Spiele verbietet und Restriktionen macht, dann würde ich auch sagen, dass man auch einen Schwarzmarkt fördert. Also das ist halt auch so eine Sache. Also, es gibt die Möglichkeit, dass unverändert zu lassen, dass man Spiele zensiert und dass man Warnhinweise draufdruckt. Also diese 3 Möglichkeiten hätten wir. Ja, also ich finde ja, so ein Warnhinweis ist immer was Schönes. Dann können die Leute selber entscheiden und müssen halt dann auch im Zweifelsfall entscheiden. Und was will man denn zensieren? Wer schätzt das denn ein? Und wie viele Spiele kommen raus? Man kommt doch da überhaupt nicht hinterher. So als staatliche Institution. Ja. Ja, und Warning Labels machen die Spiele noch attraktiver, wurde gerade gesagt. Und das hier ist schön von Goldgold im Chat. Ihr zensiert Computerspiele in einem Computerspiel, in dem es darum geht, das Real Life zu simulieren und simuliert damit das Real Life der Computerspiele in einem Computerspiel. Auf deinem Kopf, aber ja. Stimmt. Ja. Aber ich möchte Spiele nicht zensieren. Ich auch nicht. Und trotzdem kann ich nachvollziehen, warum Eltern gerne eine Information. Also, wenn Eltern ihren Kindern ein Spiel kaufen, dass sie ihnen dann vielleicht nichts kaufen wollen, was gewaltverherrlichend ist oder so. Also, ich kann dann diese Motivation schon verstehen. Diese Prüfstellengeschichte. Ja. Ich bin aber grundsätzlich gegen Zensieren und das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist der Warnhinweis, der natürlich immer wieder dazu führt, dass es nur noch attraktiver ist. Ja, genau. Ja, also in einer idealen Welt wäre es ja so, dass Menschen, die unter 18 sind, dass der Medienkonsum in Kooperation mit den Eltern gestaltet wird und dass die darauf achten und dann über das kontextualisieren und darüber sprechen und so. Die Realität sieht leider ein klein wenig anders aus.
So würde man sich das wünschen. Und es wird auch im Chat gesagt, Bundeszentrale für jugendgefährdende Schriften hat ein kleines Gremium. Kann man auch mal ausführlicher erklären. Ich weiß da gar nicht so viel darüber, wie das genau funktioniert mit der Bundeszentrale für jugendgefährdende Schriften. Aber ich weiß, dass in den letzten Jahren, was das angeht, auch was gerade Videospiele angeht, tatsächlich einige Sachen ein wenig gelockert wurden. Beispielsweise ist mittlerweile es in einigen Computerspielen mittlerweile erlaubt, in Deutschland auch das Hakenkreuz darzustellen, wenn das in dem Spiel klar ist, dass das einen geschichtlichen Kontext hat und sich auch kritisch mit der Situation um die Ideologien dahinter auseinandergesetzt wird und nicht, wenn es zum Beispiel NSDAP verherrlichend oder Nazis verherrlichend ist. Also, da gab es in gewisser Weise eine Lockerung, dass man, das war so ein kleines Zugeständnis, fand ich auf jeden Fall, dass man mal gesehen hat, dass Computerspiele tatsächlich ein ernstzunehmendes Medium sind, wo man sich auch mit Dingen auseinandersetzen kann, so wie wir das ja auch gerade tun. Aber ja, ich würde auch tendieren zu Ad-Warning-Labels. Das ist irgendwie so der Middle Ground. Das ist das, worauf ich am ehesten draufklicken mag. Oder auf Leave Unchained. Unchanged, aber auf keinen Fall auf Sensor Games. Ich noch eine Frage. Ihr kennt euch damit vielleicht besser aus. Geht denn, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Bundesinnenminister, Heimatminister hat recht in seiner Annahme, dass es Computerspiele sind, die Leute aggressiver machen und im Zweifelsfall auch zu Attentätern oder so? Ja. Ist es das Spiel oder ist es das der soziale Raum ringsrum, also im digitalen Austausch? Und wie funktioniert das und wie kann man das eingrenzen? Weil das funktioniert mit einem Warnhinweis natürlich nicht. Nee. Dann wäre ja unsere Herangehensweise schon komplett falsch, weil wir an der falschen Stelle anfangen würden. Ja. Das würde aber nicht dazu führen, dass ich mich deswegen bewegen wollen würde, um auf Sensor Games zu klicken. Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, es geht ja nicht um das Spiel, sondern wenn, dann geht es um die Kommunikation ringsherum. Also ich bin auch bei Warnhinweis. Ich glaube aber, das ist natürlich ein bisschen eindimensional, aber das ist die Debatte eh. Ja. Also auch die öffentliche Debatte darum ist schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren eindimensional. Länger noch. Also das ging schon in den 90ern los, aber da wurde es gar nicht so bekannt. Aber das kam immer mal wieder. Also es gibt auch Berichte mit, wir müssen diese gefährlichen Computerspiele indizieren. So, also das ist schon eine Sache, die wirklich lange ist. Ich klicke jetzt auf Warnhinweis. Die Eltern finden es gut. Ja, für die sind die Sachen ja auch gedacht. Die Jugend findet es schlecht. Okay. Ja, ich glaube, damit kommen wir klar. So, und jetzt... Wir haben ihn schon den Alkohol weggenommen. Hä? Wir haben ihn schon den Alkohol weggenommen. Ja, okay, stimmt. Kriminalität geht etwas runter. Das ist schön, dass wir hier mal einen Pfeil haben. Eine Situation, die kurz vorsteht, Unternehmensexodus ist nach oben gegangen. Also ist noch vorm Starttrigger. Unsere Stabilität, dass unsere Credit Rating runtergesetzt wurde, ist wahrscheinlich auch ein Grund mit dafür. Ja, aber sie steht bevor. Genau, aber wird sie... Ich muss doch noch mal fragen, weil ich immer wieder verwirrt bin, was rot und was grün bedeutet, wenn es um Probleme geht. Das Problem wird verstärkt. Das hier ist das Problem. Und alles, was grün ist, sorgt dafür, dass der blaue Bubble hochgeht. Dann ist also genau unsere Stabilität etwas, was dazu führt, dass der Unternehmensexodus nicht stärker wird, was ja auch gut ist. Ja, gut, dass du nochmal so genau nachfragst. Ich hätte es jetzt falsch rum erklärt, genau. Ja. Vielleicht gucken wir uns so, was ist denn mit unserer Unternehmenssteuer? Was ist denn da das Problem? Ist sie denn zu hoch? Wahrscheinlich. Ich würde jetzt sagen, wir haben eh vor, was für die Wirtschaft zu tun, nachdem wir jetzt gleich die Alkoholsteuer eingeführt haben, was der Jugend auch nicht gefallen wird, aber was wir jetzt vorhaben. Und
Genau, das heißt, dann kümmern wir uns eh um die Wirtschaft und ist nur ganz leicht nach oben gestiegen. Ich glaube, wir können noch so ein bisschen da drum rumtanzen, aber wir wollen danach uns um die Wirtschaft kümmern und dann hoffentlich das auch abwenden. Dann machen wir mal weiter. Continue. Ich würde jetzt die Probleme nicht durchklicken, sondern wir haben vor, 30 auszugeben für die Alkoholsteuer. Da ist sie direkt markiert. Es trifft die Armen, die Gleichheit, die Armut geht hoch, aber der Alkoholkonsum geht runter. So. Ja, ich würde es tatsächlich runtersortieren ein wenig. Ja, ich auch. Auf eine oder ist das zu niedrig? Ich finde das mit diesen 20% eigentlich ganz schön. Ja, auch da können wir, wenn wir nicht schnell genug irgendwie einen Erfolg verbuchen können, dann können wir haben Möglichkeit, das hochzusetzen, genau. Wir reduzieren aber innerhalb von 2 Runden Alkoholkonsum um 3,66%. Das finde ich schon nicht schlecht. Die Armut erhöhen wir nur um 3,5%. Naja. Okay, eingeführt und wir sind bei 0 Kapital. Also nächste Runde. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.